Hallöchen, ihr Lieben, zu unserem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen das Point-and-Click-Adventure Broken Age von Double Fine bzw. vom Adventure-Urgestein Tim Schäfer, der bekannt ist für solche Spiele wie Monkey Island, Grim Fandango, Psychonauts, Full Throttle. Er hat aber auch schon bei den ganz alten Spielen von LucasArts mitgewirkt, also bei, keine Ahnung, Maniac Mansion etc. Also ich habe da große Erwartungen dran und zudem hat es auch ein paar Top-Synchronsprecher. Ich sag nur Elijah Wood, Jack Black, also es ist wirklich unglaublich. Ich bin richtig gespannt. Das Ganze wurde über ein Kickstarter-Projekt gestartet mit bahnbrechendem Erfolg. Es wurden irgendwie über $1 Million oder so eingenommen. Ja, dann schauen wir mal, ob es denn das auch halten kann, was es verspricht. Ich bin sehr gespannt, aber es sieht auf jeden Fall ganz toll aus, was ich so an Screenshots gesehen habe. Und ich bin super gespannt. Also steigen wir einfach mal ein. Oh, Verzeihung. So, genau. 4 Minuten habe ich angezockt, ob alles läuft und sowas. Sieht aber gut aus. Und was wollte ich noch sagen? Es ist Englisch, die Sprache. Aber ich habe jetzt die deutschen Untertitel angemacht. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich es alleine spiele, vielleicht eher die englischen, weil es immer so ein bisschen dann verwirrend ist, wenn der Text deutsch ist und was sie sprechen Englisch. Aber ich glaube, so ist es besser, weil dann wirklich jeder auch was vom Spiel hat. Wer gut Englisch versteht, kann ja dann eher hinhören. Und wer lieber Deutsch liest, der kann dann die Untertitel lesen. Ich glaube, das ist doch die beste Kombination. Starten wir mal. Ich bin gespannt. Also das sieht schon mal einfach traumhaft aus, finde ich. Und tatsächlich können wir wohl am Anfang entscheiden, mit wem wir beginnen wollen. Und irgendwie sieht das hier so schön aus. Ich liebe es, wie es hier aussieht. Deswegen nehmen wir das zuerst. Ich finde auch, dass hier die Hintergründe ganz toll gemalt sind. Das sieht richtig aus wie so ein Gemälde. Hier aber auch. Doch, finde ich auch. Na, wir nehmen jetzt erstmal die junge Dame hier links. Die wohl Vella heißt. Klicken wir mal, dass wir wach werden. Guess it's time to face the cupcakes. Okay, Cupcakes. Cooler Name. Gloria Resander 13. Vella. Oh, es sieht so schön aus. Die Musik ist Hammer. Und die Grafik. Ich sterbe vor Glückseligkeit. Ich bin echt gespannt auf dieses Spiel. Sugar Bunting, where the sweetness is baked right in. Aha, ein Zuckerdorf. Das ist ja lustig. Vielleicht sollten wir da mal hin. Wer ist denn das? Hallöchen. There you are. I was getting worried. Worried that I chickened out? No, I know you're not afraid of anything. I mean, what's to fear? This is a great honor. Right! Wait, I can't tell if you're being serious. Well, there is one part that I'm really afraid of. What's that? I'm afraid that you won't get any food because I'm gonna beat you to the maiden's feast. Dream on! Ist ja süß. Okay. Na, dann müssen wir uns beeilen. Komm schon! Ich bin unterwegs! Get a move on, sis! Okay, ist also auf jeden Fall unsere Schwester scheinbar. Dann gehen wir da wohl mal rein. Hello? Hm? Was ist hier los? Surprise! Wow. So süß. Yay! There is my Valoria. Oh, look at my pretty girl. I can't believe. I just can't believe. We're very proud of you. I think that's what your mother is trying to say. Oh, she's not even dressed yet? Can we do that after cake? Come on, cake first! All right, but come on. Let's get this good time over with. Oh, yes, cake. Now, where did I put that knife? Nobody touches that cake until I find the ceremonial knife. Nah. Cool. Wieso hat sie Baguettes auf ihrem Hut? Das sieht ja lustig aus. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch so eine Taste gibt, um alles anzeigen zu lassen. Ich glaube eher nicht. Ist nicht schlimm. Das kriegen wir auch so hin. Was haben wir denn hier? Maybe the knife is under this towel. Never gonna find it. Dad, I hope you're not hiding that knife for your own good. Ich finde das so toll, dass so gezoomt wird auf die Charaktere bei jeder Kleinigkeit.
Was ist das denn? One of my mom's special dish towels, and it's still dry. Und das sieht ja eigentlich so aus, als könnte man jederzeit rübergehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Außerdem schauen wir uns erstmal hier oben. Das ist auf jeden Fall gut. Don't touch the red ones. Mom made those just for me. You're going to eat all of those? I've already had six. Oh Gott. That explains a lot. Ja, das erklärt, warum sie so hyperaktiv ist. Okay, jetzt haben wir auch noch. If there was a day to splurge, it's today. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es unser Geburtstag ist oder doch irgendwas anderes. Mal schauen. I hope that dress isn't to scale. How would I walk in that thing? Ach, das hier? Where is that darn knife? Wir reden mal mit der Oma, Lavina? Scheinbar. What is it, girl? Any idea where Mom's knife is? We're late. If I knew, I would have cut that cake, shoved it down your gullets, and had us out the door already. Oh. Ugh. So why don't we just fight Mogchothra? Silence! Talk like that could ruin the maiden's feast. If you destroy the feast, Mogchothra will destroy this village, including your family. Is that what you want? No. Das hört sich aber nicht gut an. Hauptsache, wir sind nicht die Maid, die geopfert werden soll. Can I ask you about the maiden's feast? Weren't you paying attention in maiden training? How many of these feasts have you organized? Let's see. A new Grand Mog appears every 14 years, and I'd have seen six of them, so... Hey! Are you trying to get my age out of me? I'll never tell. Okay. Where do creatures like Mogchothra come from? They come from beyond the Plague Dam. The Plague Dam? I want to go beyond the Plague Dam someday. It's forbidden! But maybe you'll be lucky enough to be taken there soon in Mogchothra's stomach. Das hört sich gar nicht gut an. Ich glaube, sie soll tatsächlich geopfert werden. What is Mogchothra? The latest in a long, distinguished line of Grand Mogs to visit our land. Distinguished? Well, anything that lives that long becomes distinguished. I mean, look at me! Die ist ja geil. How much do we know about these Grand Mogs? The Grand Mogs have visited our lands for as long as anyone can remember. They hide in the wilderness for years, and then they come to feed. After feeding, they return to their land and, it is imagined, breed. You actually imagine that? Why was I chosen? In every town visited by a Grand Mog, the villagers vote for the maidens who represent their town's best qualities. So in other words, beats me. Mogchothra attacks other towns? Of course. Mereloth just had their maiden's feast yesterday. That's how we know he's coming here next. They're a pretty tough act to follow. Amazing featherwork. Okay. I think I know all I need to know about the maiden's feast. All you need to know is how to look pretty in your dress. We'll take care of the rest. I'd better go look for that knife. And hurry. If we're late, you won't be selected and your family will be shamed. Aber ich will nicht gefressen werden. Das ist kein schönes Schicksal. Not until I find that knife, young lady. She already caught me using my fingers. Eyes in the back of her head, that woman. Hier ist der Opa? Grandpa Beastender? Hä? Do you know where Mom's knife is? Wouldn't tell you if I did. I'm not doing one thing to help with this shame feast. Yeah, I'm not sure how I feel about this maiden's feast either, to tell you the truth. Then fight it, girl! Stand up for yourself! I hope you're not filling that girl's head with nonsense, Brommel. Ich glaube, das hier ist unser Opa, aber ich glaube, diese Frau ist nicht unsere Oma. Das scheint eher so die Dorfvorsteherin zu sein, könnte ich mir vorstellen. Why do you hate the maiden's feast, Grandpa? Because this used to be a town of warriors. It's a travesty, Vella. Why'd we stop being warriors? Lavina Clench and her ilk said there was too much bloodshed, pushed for appeasement. So we went soft, became a town of bakers. Ist doch cool. Hey Gramps, want a cupcake? Yes. I better go find that knife. Don't you dare. I hid it for a reason. You did what? Oh, nothing. Wir geben ihm mal einen Cupcake. Ah, oder können wir jetzt Grandpa Beastender? Hä? Hey Gramps, want a cupcake? Ah, okay. I'd better go find that knife. Cool. Okay. Wir versuchen ihn mal. Ich guck mal, wie das geht. If there was a day to splurge, it's today. So. For me? Für dich.
for you, Grandpa. Don't mind if I do. Verdammt, aber kein Messer. Das ist gemein. Wir brauchen dieses Messer unbedingt. Gehen wir mal hier rüber. Was haben wir denn hier noch? Lampe, Fotos? I think that's supposed to look like Magchatra. My handsome date to the prom. Ja, das ist quasi ihr Prom, die Arme. Mom, I was just wondering, what if we fought the monster instead of feeding it? That's my girl. Now that's Beastender blood talking. Please, my loves, don't make this any harder than it already is. Wir brauchen unbedingt... Wir haben mit dem Papa noch nicht geredet. Don't suppose you have another knife in the back we can use? I do, but your mom brought out a special one she wants to use. She wants everything to be perfect on your special day. Das ist süß. Know where Mom's knife is, Rocky? If I did, we'd all be eating cake right now! Irgendwie mag ich die kleine Schwester. Die ist zwar so laut, aber ich mag das. Hey, don't go get dressed yet. I don't want you getting cake on your good outfit. Oh, a little frosting never hurt a maiden's feast gown. Ja, kein Wunder, weil ich ja auch gefressen werde. Gucken wir mal. Why not? Wir nehmen noch mal eins. Und, ach so, wir haben ja auch noch... One of my mom's special dish towels. Drying that won't help. Okay, damit können wir nur was abtrocknen. Ach, Sekunde, ich habe hier noch nicht so richtig versucht zu drücken. I hope that dress isn't to scale. How would I walk Ach so, in that nee, das thing? Hatten wir ja schon. Was ist hier hinten? Nee, da komme ich nicht ran. Irgendwas muss noch mit ihm sein. Ich probiere nochmal hier, ihm das zu geben. No, Mom says you can't have any. I'm just showing it to you. Ach, da war ja noch eine dritte Option. Das habe ich gar nicht gesehen. Bisher. Sollen wir ihn teilen? Deal. Ah! Geil. Super. On second thought, you can have the whole thing. Suit yourself. Und schon haben wir das Messer. Where did I put that thing? What thing? Yeah, nothing. I didn't say anything. Cool, okay. So, wir haben das Messer, Mom. Jetzt kannst du mich opfern. Juhu. Bitte sehr. Huch. Will sie es nicht? Oder soll ich den Kuchen anschneiden? Kann ich auch machen. All right, time to serve this girl up. But first, can I ask just one more time? Honey. Why don't we just kill Magchatra? Here, here. Oh, honey. Oh, we're going to miss your sense of humor. Ich glaube, sie meinte das nicht gerade amüsant. Sie will einfach weiterleben. Majestic to behold. Awe-inspiring. Powerful. Mysterious. But Magchatra is more than that. Merciful and generous, Magchatra keeps our town safe. All he asks is may he pick some of our beautiful flowers as he passes through. Please come, Magchatra, and make your selections. Welcome to the Maiden's Feast. Oh, nein. Show him what you're made of, fella. I know he'll pick you. This can't be right. Wieso wollen alle, dass ich ausgewählt werde? Oh nein! Ist er das? Hey, I've got a plan. I already have a plan, thanks. Attract Magchatra with my slender frame and be remembered forever as a hero. Well, good luck. Yeah, whatever. Yeah, whatever. When the monster gets close, you can use your candles to burn its eyes. Don't distract me. I think I've got a chance to win this. Gewinnen? Die sind ja wirklich verrückt. I want to tell where the dress ends and the cake starts. Hey, what do you say we break out of here? Trying to get us all to quit so you'll win the feast, huh? Well, it's not gonna work on me. I'm in it to win it, baby. You're making me hungry. I'm trying to make Magchatra hungry. These girls have it all backwards. Think it's attractive to starve themselves. Want to trade something for a bite of that drumstick? What do you got? Need a towel? Nope. They taught us to eat daintily in finishing school. I'm warning you, buzzard! I will pluck you alive if you come near my food again! How about the satisfaction of helping out a fellow maiden? Hmm.
sounds good, but not half as satisfying as this drumstick. Never mind. Verflixt. Just wanted to say good luck. Bye. Sorry. Come here, little birdie. I have a treat for you. Hey, does that costume have any thorns we can use as weapons? It does, but they're made out of chocolate. Regardless, I accept my noble burden, not with apprehension, but with joy. I give my life so that no harm comes to our village. No! I give my life! No, me! Sheesh. Unfassbar, echt. Oh Gott. No, he's so majestic. Leute, der frisst euch gleich. Das here ist nicht gut. Merciful King Mog Chopra, over here. No, this way, Great One. I am the one you've come so far to find. Over here! I am in blue for you! See? He's drawn to the flame, like a giant moth! What? No way! He's coming my direction! Please, don't be hasty in your decision, my lord! Oh yes, take your time, look over all your options, and then, after some careful consideration... Oh! Wählt er nur eine aus oder wählt er mehrere aus? Over here, you big dummy. Oh Gott, was tut sie denn? Oh mein Gott. Okay. Ich hab Angst. Hey, can I have a drink of that water? Trade you for that sweet corset you've got on. Never can be too thin. This horrible thing, you got a deal. Oh, okay, wir haben schon mal Wasser. I feel so much. I'm sorry, but this thing's just too big for me. Trade back. Verdammt. Oh, that poor girl. Oh. No. That should have been me. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Korsett. Können wir damit irgendwas machen? Probably because nobody does that. Much as I'd like to shred this thing, it might come in handy later. Kann ich das gegen das Viech benutzen? I'd never be able to cut through that thick hide. Even those eyes look armor-plated. If those are even eyes. Ich weiß es auch nicht. Why don't you pick out someone your own? I mean, someone who might punch you, like me. Nothing left but crumbs. Horrible. Nothing left but crumbs. It's hard to tell where the dress ends and the cake starts. Oh, ich habe nichts zum Tausch. Obwohl, ich habe jetzt ein Korsett. What do you got? How about the slimming corset? I wouldn't want to hurt my best assets for my child. He'll be looking for a full-size meal after his long trip. Oh Mann. Okay. Es bringt nichts. Wir haben nichts. Hier ist zwischendurch dieser Vogel. Leider haben wir kein Treat for you. For you. I think Mog Chathra is really more of a let it all hang out kind of guy. Ja, denke ich auch. Hey, need a towel? I think you got a little maiden on your cheek there. No? Hat leider nichts gebracht. Aber irgendwer muss das doch. Need a towel? I always open the bottle carefully. So, no. Okay, dann halt nicht. Ah, verflixt. Ich dachte, wir müssen das vielleicht schnell erwischen. Aber es klappt nicht. Mal gucken mit dem Schwert.
too skinny. Okay. So need a utensil to eat that? No thanks. I feel silverware detracts from the hand feel of food. Oh, cool. Don't eat it. A little water isn't gonna kill me. Okay. Shredding my mom's dish towel isn't going to help. Aber was müssen wir, was könnten wir noch machen? It's nice to be armed, but I wish this were more. Wann kommt denn der Vogel? Ich versuch's nochmal beim Vogel. I don't wanna stab that bird. Okay, aber vielleicht können wir ihn erblinden lassen, indem wir ihm das Handtuch drüber schmeißen. Und er dann ziellos umherfliegt. Das probieren wir nochmal aus. Wann kommt er denn? Na? Vögelchen? Kommst du wohl? Das kommt er natürlich nicht. Ah ja, klar. Wenn ich langsam weggehe, kommt er wahrscheinlich. Na? Na komm, jetzt. Juhu, ja! Over here. Not working. Ach, verflixt. Halt! Vielleicht das hier. Dieses rote Auge, das ist auch ein bisschen verdächtig. Oh! Es ist, als würde er auf irgendwas warten. Damit er sich die nächste schnappen kann. Aber seit wann schnappt er sich alle? Das ist ja gemein. Ich dachte, er nimmt sich nur eine. I could probably slip it on her, if she were a little closer. Flix! Can I borrow that bottle one more time? Keep it! Thanks! Oh! Need it where I'm going. Oh! Okay! Also doch! Verflixt! How about something bubbly to wash it down? Ah! Hey, don't mind if I... Ah! Look at me! I'm soaked! Ah! Quick! Help me put myself back together! Ja, ich biete dir etwas an. Trade something for a bite of that drumstick? What do you got? I've got a towel here if you throw me that drumstick. You have a towel? Why didn't you say so? Nein. Oh, how long have you been standing there? Oh. Are you part vulture or something? Oh, oh, oh. How do you think about food at a time like this? Gotcha. Geil. That's it. Flap those big blue wings. Just a little bit harder. I don't want to stab that bird. Come on, girl. Give it all you've got. I still need her to get out of here. Come on, girl. Schnell. Give it all you've got. Mach doch. It's hard to tell where the dress ends and the cape. Ach so, jetzt weiß ich was. Das Kleid abschneiden. Hey, how about we split this cupcake? You can have the bottom half. Get back here, you crazy brat! That's my girl! She's doomed us all! Mog Chocolate's fury will soon rain down upon our village! Nein! Richtig so, ey. Das nenne ich mal eine taffe Hauptdarstellerin. So mag ich das. Erinnert mich total an Mulan. Lässt sich auch nicht verbiegen. Oh. Aber wo wären wir jetzt hingeflogen? Oh nein, nicht! Warte doch, bis du landest. Ach, okay, ich dachte schon, sie will sich losschneiden. Yeah, sie ist voll die Amazone. Cool. Süß. Das ist ja voll genial. Was? Was ist da? Noch mehr Wolken! Nein. Hä? Huh? Nein. Das ist gut, fällt. In Klammern fällt. Oh. Hm.
Müll und das Ei. Puh, Glück gehabt. Oh. Die Musik ist auch total super, muss ich sagen. Dad, look! Jessie brought back a girl with her. Ooh, a new recruit. Time for your old man to become Mr. Smooth. Prince Charming. Cool. Na gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis jetzt bin ich sehr begeistert und ich liebe die Grafik und ich liebe die Geschichte und wow, also bis jetzt bin ich echt voll überzeugt und ich hoffe, euch gefällt es auch gut. Ja, und dann sehen wir uns schon bald wieder zur nächsten Folge. Also, dann bis dann. Ciao, ciao.